So, wir sind hier immer noch am Exe. Neben mir ist die Veronika und die Marsha. Die? Marsha. Marsha. Bist du mit dem Toni Marshall verwandt, oder? Nee. Nett. Entschuldigung, habe ich mich vertan? Okay, was habt ihr heute hier in Pirmasens gemacht? Habt ihr Ostergeschenke gekauft, oder? Wir waren ein bisschen shoppen und dann waren wir am Exe. Okay, also ein bisschen rumgelost. Ja. Noch ein bisschen erholt vor die Osterfeiertage. Ja, ja. Okay, wir sind ja hier die netten Osterhasen von P6 heute und wir fragen uns die ganze Zeit, wieso wird überhaupt Ostern gefeiert? Für die Geschenke? Ja, selber. Oh, das ist ja mal toll. Ja, da gibt es tolle Geschenke. Hier läuft natürlich einer wieder durchs Bild. Sowas nennt man Leute ohne Anstand. Aber es soll ja vorkommen, es ist ja Ostern, alles wird verziehen. Hast du schon ein paar Ostereier gesucht oder ein paar versteckt? Nee, habe ich nicht. Ein paar gefunden? Nein. Ein paar gegessen? Nein. Wie sieht es bei dir aus? Nee. Noch kein Osterei gegessen? Doch. Ostereier gefärbt? Nee. Auch noch nicht? Auf jeden. So, hier ist noch ein junger Kerl dazugekommen. Du darfst gern auch mit ins Fernsehen. Dann dürfen wir mal kurz deine Anstandslosigkeit hier interviewen. Du bist gerade durchs Bild gelaufen. Wie ist dein Name? Ich weiß es gar nicht, ich bin so weg wie ich Sau. Okay, du kannst uns aber sagen, wieso Ostern gefeiert wird? Ich bin nicht christlich. Kein Furz. Okay, du darfst jetzt noch ein paar Leute grüßen. Ich grüße meine Freunde so. Dann hast du auch niemanden vergessen und du darfst auch noch grüßen. Ich grüße einfach ganz PS. Ja. Und euch beiden frohe Ostern und fröhliches Ostereier suchen. Dankeschön. Tschüss.